Heute geht es um Eventfotografie oder Konzertfotografie konkret in dem Fall. Da seht ihr Profis bei der Arbeit normalerweise, wenn jetzt so etwas hingeht. Und vielleicht hat sich manch einer ja gedacht, naja, ich möchte auch mal richtig gute Fotos von sowas machen. Ja, da habe ich gedacht, mach doch mal ein Video dazu. Das kann nämlich wirklich fast jeder. Ein bisschen Technik ist dazu nötig, aber das erkläre ich euch im Video. Nach dem kurzen Intro geht's los. Viel Spaß dabei. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Norbert Lange und ich möchte heute mal über Event- oder Konzertfotografie mit euch reden. Tja, das klingt sehr großspurig. Event, Konzert. Deswegen schildere ich euch einfach mal, wie mein Konzertbesuch, der war ein reiner Privatbesuch, fotografisch funktioniert hat und wie er auch bei euch funktionieren könnte. Aber zunächst mal möchte ich ein bisschen was über die Leute sagen, die dort professionell fotografieren. Weil dann seht ihr auch, wo der Unterschied liegt, wo der Unterschied auch in dem liegt, was am Schluss als Ergebnis rauskommt und wie ihr mindestens gleich gute Ergebnisse auch erreichen könnt. Wenn ein professioneller Fotograf zu einem Konzert hingeht, hat er sowas. Das ist ein Presseticket und dieses Presseticket berechtigt ihn dazu, sich sehr nah der Bühne aufzuhalten. Da gibt es einen abgesperrten Raum vor der ersten Publikumsreihe und der Bühne und da tummeln sich die Profis. Wenn ich sowas mache, was nehme ich dann mit als Profi? Ich nehme mit, in dem Fall tatsächlich würde ich das so machen, meine Pentax K1 und ein 24 bis 70 mm. Wenn ich so nah an der Bühne bin, reichen 70 mm immer für Top-Fotos. Weil ich aber nie in diesem Bereich bleibe, der für die Presse reserviert ist, habe ich immer noch dieses Ding dabei. Das 150 bis 400. Ich gehe immer auch mal weiter weg von der Bühne, um einfach Fotos zu machen, die anders sind. Aber zurück zu den Profis, die nichts anderes machen, als sich in dem Pressebereich aufzuhalten mit der Pressekarte. Die sind unterhalb der Bühne und fotografieren im Prinzip immer nach oben. Das Ergebnis ist ganz klar. Die fotografieren die Nasenlöcher der Künstler von unten. Ja, das sieht man in Fotos auch an. Macht aber nichts. Wozu sind diese Fotos gedacht? Die Fotos sind dazu gedacht, dass sie am nächsten Tag oder übernächsten Tag in der Tageszeitung sind, dass sich Menschen, die nicht bei dem Konzert waren, einen Eindruck davon schaffen können, wie sah das denn aus. Leute, die gerne hingegangen wären, kriegen gesagt im Text, was da abgelaufen ist. Und außerdem kriegen sie einen visuellen Eindruck. An Kunst oder Fotografiekunst besteht da kein Bedarf. Es ist reine Dokumentation. So, lassen wir die Profis beiseite, weil Profis brauchen dieses Video nicht und euch nützt es nichts, wenn ich euch etwas über den Pressebereich erzähle. Und damit ist aber auch ganz klar, ich bin nicht so nah an der Bühne. Wenn ich nicht so nah an der Bühne bin,
brauche ich mit der Kombi gar nicht erst anreisen. 2470-28 auf einer Pentax K1, vergesst es. Jetzt könnte ich hingehen und nehme die Pentax, nehme nur das 150 bis 450 mit. Würde passen, aber das 150-450 beginnt bei einer Blende 4,5, endet bei einer Blende 5,6, je nachdem, wie weit man es rausfährt. Naja, finde ich jetzt schon mal unpraktisch. Weil ich will ja, wenn ich privat zu einem Konzert gehe, dann will ich das Konzert erleben und fotografieren. Ja, auch, damit ich später Erinnerungen daran habe, die über das rein Musikalische hinausgehen. Aber ich will da kein Bodybuilding treiben. Ich möchte nicht zwischen zwei Objektiven hin und her wechseln. Und ich möchte auch nicht für jedes Foto, was ich mache, erstmal Blende einstellen, Belichtungszeit einstellen. Nein, will ich nicht. Ich will da kein Foto-Event draus machen, wenn ich zu einem Konzert gehe. Ich will da einfach nur ein paar Fotos, die schön aussehen und die mir hinterher sagen, hey, war gut, dass du da fotografiert hast. Also 150, 450 aus dem Grund schon mal nicht gut. Andererseits bei dem Auszug 450 mm, den könnte man sich sicher gewiss manchmal brauchen, wenn man weit weg ist von der Bühne. Aber dann brauche ich auch Belichtungszeiten dazu passend. Irgendwo jenseits der 500. Sekunde. Am besten 1000. Sekunde. Nehme ich 1000. Sekunde, habe eine Blende von 5,6, dann bin ich bei einem ISO-Wert, den ich wirklich nicht haben will. Das sind körnige Fotos, kann ich nicht brauchen. Sprich, diese Ausrüstung fiel für meinen privaten Besuch bei diesem Konzert weg. Wofür habe ich mich dann entschieden? Tja, ich kann es euch zeigen. Mitgenommen habe ich die Sony Alpha 7 R Mark IV und das 70-200 G von Sony. Ja, das war's. Warum habe ich mich für die Kombi entschieden? Ich kann es euch sagen. Natürlich wäre ein Blende 2,8 Objektiv schön gewesen. Gibt mehr Licht, kann ich mit der ISO noch weiter runter. Tolle Sache. Aber tatsächlich 2,8 ist ein sehr schmaler Schärfebereich. Das will ich mir gar nicht zumuten. Die Blende 4 reicht mir in dem Fall voll und ganz. Dieses Objektiv nehme ich deswegen, weil es immer Blende 4 als Minimalblende hat. Nicht diesen Wechsel wie beim Pentax zwischen 4,5 und 5,6. Sprich, ich stelle einmal die Blende 4 ein, suche mir den passenden ISO-Wert, nehme eine Belichtungszeit irgendwo 250. Sekunde. Oder genau bei dem Konzert war es so, dass Blende 4 250. Sekunde und ISO 1600 voll und ganz gereicht haben, um die Fotos zu machen. Gut, jetzt ist die Sony Alpha 7 R Mark IV nicht unbedingt die Kamera, die am rauschärmsten ist. Macht aber nichts. Bei ISO 1600 ist die noch vollkommen in Ordnung, ist überhaupt kein Problem. Ich hätte ja auch die Alpha 7 IV mitnehmen können. Die ist von der Lichtqualität eigentlich etwas besser als die R Mark IV. Trotzdem, die R Mark IV habe ich mitgenommen, weil 62 Megapixel. Tja, werdet ihr euch fragen, sind das so feine Strukturen, dass man die 62 Megapixel braucht? Natürlich nicht, es ist ein Konzert. Ich habe die 62 Megapixel deshalb, weil ich mit 200 mm am Ende bin. Aber durch die
62 Megapixel, kann ich ohne weiteres in so ein Bild mal reinkroppen und habe am Schluss trotzdem noch eine Auflösung von 30 oder 24 Megapixel. Und dann wird mein 70 bis 200 dann zu einem 70 bis, weiß ich nicht, 400. Und damit habe ich eigentlich das Gleiche erreicht wie mit der schweren Pentax-Kombi. Also, das war mein Set der Wahl. Und ich zeige euch jetzt einfach mal meinen Sitzplatz wie da mit 50 mm, also mit einer Normaloptik, wie da meine Sicht auf die Bühne war. So, ihr seht also, ich war nicht nah an der Bühne. Ich war etwas erhöht zur Bühne, das war auch gewollt, weil ich möchte nicht die Nasenlöcher der Künstler von unten fotografieren. Ich schaue also immer, dass ich etwas erhöht zur Bühne bin. Wenn das nicht möglich ist, tja, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ich rede freundlich mit den Leuten, die am Mischpult sitzen, ob sie mich mal kurz auf ihr Podest lassen. Oder ich hebe einfach die Kamera hoch über den Kopf und fotografiere so. Sprich, ich sag mal, gute Konzertfotos sollten aus meiner Meinung immer oberhalb von der Bühne gemacht werden. Warum? Naja, viele Künstler haben unten am Fuß der Bühne Monitorboxen stehen, damit sie hören, was sie spielen. Diese Monitorboxen verdecken in der Regel, naja, die Beine fast bis zum Knie. Abgeschnittene Knie sehen auf einem Foto nie gut aus. War jetzt bei diesem Konzert nicht der Fall, aber okay, meistens ist es so. Bin ich etwas höher als die Bühne, ist mir das egal, ob da Monitorboxen stehen. Ich kriege die Leute immer formatfüllend drauf. Warum bin ich so fixiert darauf, mit einer Blende zu fotografieren, mit einer Belichtungszeit zu fotografieren, mit einem ISO-Wert zu fotografieren? Ja, ganz einfach. Ich möchte das Konzert genießen. Ich möchte die Musik genießen. Ich möchte die Eindrücke live miterleben. Dazu gehe ich in ein Konzert. Und er soll das fotografieren. Schnell, ohne großes Nachdenken, ohne irgendwelche Einstellungen zu verändern. Ganz fix abzuwickeln sein. Immer wieder mal zwischendurch an Stellen, wo es nicht so drauf ankommt, dass ich alles sehe, alles höre. Aber im Prinzip gehe ich in ein Konzert, um mein Konzert zu sehen und nicht um Fotos zu machen. Aber trotzdem mache ich die Fotos und habe hinterher noch Spaß. Deswegen eine Einstellung für alles, einmal festgelegt und dann nur noch auf Auslöser drücken, wenn ich das möchte. Tja, so sind diese Bilder entstanden. Ich zeige euch jetzt mal so eine kleine Diashow davon. Tja, werdet ihr sagen, ganz nett, kann ich aber trotzdem nicht machen. Ich habe keine Kamera, die 62 Megapixel hat. Habt kein G-Objektiv. Tja, stimmt. Stimmt, ich muss euch recht geben. Das hat nicht jeder. Gut, wer das nicht hat, trotzdem gute Fotos bei einem Konzert machen will, hat trotzdem eine Möglichkeit. Dann habt ihr halt nur die 24 Megapixel Kamera.
Dann schraubt ein langes Objektiv drauf. Ein Zoom-Objektiv, natürlich sinnvollerweise, weil ihr ja vorher nicht genau wisst, wo ihr in der Konzerthalle seid. So, das stellt ihr euch ein auf eine bestimmte Brennweite und auf der lasst ihr es stehen. Dann könnt ihr auch da eine feste Blende machen. Dann könnt ihr auch da ohne weiteres eine feste Belichtungszeit reinmachen und einen festen ISO-Wert. Und dann könnt ihr das auch. Und wenn ihr euch irgendwo in der Pause zwischen zwei Liedern mal entscheidet, einen anderen Bildausschnitt vorzuwählen, ja, dann verschiebt ihr gerade in der Zeit mal den Zoom, ändert die Blende entsprechend und kommt trotzdem zu guten Ergebnissen. Tja, das war's eigentlich schon wieder. Ich hoffe, ihr konntet mit den Tipps was anfangen und hattet Spaß bei dem Video. Wenn ja, Daumen hoch würde mich sehr freuen. Kommentare freuen mich immer. Und wenn ihr abonniert, dann bringt das diesen Kanal auch vorwärts und das wäre auch gut. Also, dann tschüss, bis zum nächsten Mal.